Hallo, da sind wir wieder. Ich hoffe mal, es wird jetzt nicht ganz so schlimm lenken wie vorhin bei meiner ersten Versuch der Aufnahme. Zu langer Gang. Alles am Abscheißen hier. Furchtbar. Ich bin Lieutenant Monroe. Wer sind diese Eindringlinge? Wissen wir nicht. Sie waren plötzlich da. Vor circa 3 Tagen. Sie kamen aus dem Nichts. Wo ist Ihr Schiff? Ich war der diensthabende Ingenieur, als der Angriff begann. Kein Schiff, keine Transporteraktivitäten, keine Warp-Signatur. Entweder haben wir nie bemerkt, dass diese feindlichen Wesen in unserem Sonnensystem gelebt haben, oder ihre Warp-Technologie ist der unseren weit überlegen. Wo sind Ihre Anführer? Wir haben keine gesehen. Sie scheinen keinerlei Befehlsstruktur zu haben. Wie koordinieren Sie dann Ihre Angriffe? Das wissen wir nicht. Zwischen den Angriffen fliegen sie scheinbar nur wie Insekten herum. Und sie nähern sich Welle für Welle, ohne Selbsterhaltungstrieb. Ziemlich clevere Taktik für ein Insekt. Und effektiv. Unsere Munition ist aufgebraucht. Gibt es hier in der Nähe eine Waffenkammer? Ja, gibt es. Doch die letzte Gruppe, die dorthin wollte, kam nie zurück. Keiner von uns wird jetzt gehen. Doch ein paar. Einer wird es. Was? Avaxtas? Ich sterbe lieber im Kampf, als hier zu sitzen. Ich komme mit Ihnen, Avaxtas. Gehen Sie voran. Ihr seid beide so gut wie tot. Ja, wissen wir. Hier lang. Ich komme
müssen zurück zu Wengpa. Gehen Sie vor. Kann man nicht trauen. Welchen Sinn hat ein Selbstmordkommando? Wir haben einige hiervon bekommen. Bei meinen Nachkommen. Du lebst. Und wir haben Bogenwerfer. Die werden wir gut brauchen können. Sicher. Haben Sie andere Mitglieder der Sternenflotte gesehen? Ja. Ein Föderationsraumschiff setzte einen Notruf an. Vor 3 Tagen. Sie transportierten ihre Besatzung während eines Angriffs zu uns. Aber ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Danke. Ich muss weiter. Ehre ihren Nachkommen. Aber nur weil ich ihn gerettet habe, wäre der andere jetzt gestorben. Herr Satin, berichtig. Ich habe eine verlassene Sicherheitsstation gefunden und lade ihre Sicherheitscodes runter. Chang hier. Ich bin auf dem Weg zum Treffpunkt. Der Widerstand war bisher milde. Gerard an Monroe. Ich habe medizinische Vita gefunden. Ich richte ein Notlazarett ein. Sydney erstattet Bericht. Ich halte sicheren Abstand zur Station. Okay, Mann, ich muss die hier wieder laden. Aber nicht hier rein. Verdammt, wo muss ich lang? Orientierungsverlust. Ah, da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Hier lang. Ja, da kommt gleich was aus der Wand. Ah, nirgends. Ist ja schwach. Wir haben noch viel hin. Egal, ich mache jetzt hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann.